Servus liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum entscheidenden Relegationsmatch zwischen der Spielvereinigung Bad Pyrmont und dem FC Eldachsen. Klare Ausgangssituation, wer hier gewinnt, spielt nächstes Jahr in der Landesliga. Pyrmont begann nervös und verunsichert, gerade mal 3 Minuten gespielt, Hetel vertändelt den Ball und dann geht es zu schnell für die Gaste-Elf und die Kurstädter haben hier einfach nur Glück, dass Schröder nur die Latte trifft. Die 19. Minute, der FC Eldachsen blieb das bessere Team. Nach einem Freistoß der Pyrmonter schalten die Schwarz-Gelben blitzschnell um. Gerke schickt Göde auf die Reise, der setzt sich super durch gegen Philipp Gaste, hat dann aber nicht das Auge für Schröder, versucht es selbst und findet kein Durchkommen. Da war durchaus mehr drin. 1200 Zuschauer, eine fantastische Stimmung und großartiger Fußball vom FC Eldachsen, der hier weiterhin Gas gab. Ali Ibrahim hat da viel zu viel Zeit, um zu flanken und Steve Göde köpft die Kugel ins Pyrmonter Netz. Die hochverdiente Führung für Eldachsen, 1:0 in der 22. Minute. Landesliga reif war hier nur ein Team im ersten Durchgang und das war die Mannschaft von Milan Rukavina. Der Halbzeitstand hätte durchaus höher ausfallen können, es blieb aber beim 2:0. Großes Steigerungspotenzial bei den Pyrmontern. Das ambulante Therapiezentrum der M&I Fackling in Bad Pyrmont hilft Ihnen nach einer Sportverletzung wieder auf die Beine. Ein Schwerpunkt eines der größten ambulanten Therapiezentren im Landkreis ist die physiotherapeutische Betreuung von Sportlern und Mannschaften. Hierbei greifen wir auf praktische Erfahrungen aus dem Profisport mit der HSG Blomberg-Lippe zurück. Besuchen Sie uns in Bad Pyrmont. Pyrmont zeigte sich etwas aktiver nach dem Seitenwechsel, aber die Gelben blieben gefährlicher. Gaste mit einem fatalen Ballverlust und dann wieder dieses exzellente Umschaltspiel des FC. Steve Göde, der muss das doch eigentlich machen. Nein, die Kugel rollt am linken Pfosten vorbei. Das waren nur Zentimeter, die da gefehlt haben. Nach 65 Minuten dann endlich so etwas wie die erste Torchance für die Spielvereinigung. Eine gute Flanke von Mittel, Toni Deck mit dem Kopf, doch das Ganze zu harmlos. In der 70. Minute gab es einen Freistoß für den FC Eldachsen und das ist eine Sache für den Kapitän André Gerke, der bringt die Dinger stets gefährlich aufs Tor und auch diesmal der Ball wird unhaltbar abgefälscht. 2:0 für Eldachsen und der Jubel war nun natürlich intensiv. Das Spiel schien entschieden, doch 3 Minuten vor Schluss kam nochmal Brisanz in die Partie. Marcel Bürst mit einem überflüssigen Foulspiel im Strafraum. Klare Sache, 11 Meter für Bad Pyrmont. Christopher Loge ist normalerweise ein ganz sicherer Schütze, doch das war ein Tag, an dem einfach nichts klappen wollte. Bürst bügelt seinen Fehler wieder gerade und kurz darauf war Schluss. Eldachsen besiegt Pyrmont hochverdient mit 2:0 und steigt damit in die Landesliga auf. Glückwunsch dazu, André Gerke bitte. Erstmal herzlichen Dank dafür. Also ich denke, dass wir zum einen über die Saison hinweg als auch heute hochverdient aufgestiegen sind. In der regulären Saison haben wir uns selber Schwierigkeiten bereitet durch Spiele, die wir unnötig verloren haben. Heute denke ich, waren wir deutlich besser als Pyrmont. Außer den Elfmeter habe ich keine Torchance für Bad Pyrmont gesehen. Ich wünsche Ihnen natürlich trotzdem in der Bezirksliga nächstes Jahr nur das Beste und viel Glück. Und was in Eldachsen jetzt abgehen wird, kann ich ehrlich gesagt noch nicht beschreiben und habe ich kein Gefühl für. Wir haben zwar schon ein bisschen was mitgemacht, aber es wird schon ziemlich abgehen, ja, absolut.